Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Mathilde, salut, ça va. Okay. Ja, wir haben das hier fertig gebaut, oder Mathilde hat es gebaut. Jetzt können wir da was ranhängen. Ja, ich hatte ja noch Bombardierkäferteile. Du, was hast du in deiner Kantina drin? Wasser oder dieses süße Zeug? Ich glaube, das süße Zeug hatte ich da reingepackt. Ah, ich auch. Hier ist gerade so, wir haben hier 4-5 Tau dranhängen. Die könnte man ja alle hier reinfüllen, wenn das geht. Aber ich habe auch das süße Zeug. Jetzt müssen wir nochmal eine extra Kantine dafür bauen. Ich trinke jetzt mal ein süßes Zeug. So. Ich sehe auch gerade, wir haben überhaupt kein trockenes Gras mehr. Nee, Drygrass haben wir nicht mehr. Das ist richtig. Hä? Ich hab hier noch so einen Spinnpopo, den sollte ich hier noch mal. Wie kann man das denn da reinpacken? Nein, ich will es nicht trinken! Scheiße, wie... Wie mache ich Wasser da rein, Mathilde? Pinkeln? Ich hab keine Ahnung. Okay, ihr seid schlaue Leute, in den schreibt uns mal in die Kommentare, wie wir da Wasser reinkriegen. Ich gehe mal trockenes Gras holen, ne? Ja, und ich überlege mir mal, wo wir die Blumenfalle wieder aufbauen, die fand ich cool. Da ist ja auch ein hoher Stein. Bisschen weiter weg. Ey, wollte ich gerade sagen, ist mein Blatt. Kleines Arschloch. Oh, ich habe ein freiwilliges Testobjekt gefunden. Wie praktisch. Das will ich gleich mal aufhängen. Wir hatten noch irgendwo direkt einmal bei uns irgendwo trockenes Gras. Oh! Halt, wo ist mein Ding? Ah, der ist auf einer... Hier, das ist ganz einfach. Der ist hier runter drauf gelaufen. Ich finde das cool. Hab ihn. Ich will den da doch aufhängen. Ich habe noch einen. Sehr schön. Wollen wir die dann unser Dings hängen? Ich hab da schon einen dran. Das Problem ist, es ist schon voll. Ich habe gerade gesehen, man kann da auch Dingens dranhängen. Gras. Dann kriegt man trockenes Gras? Ich habe keine Ahnung, aber es könnte sein. Hm. Wo wollen wir denn die Blumenfalle haben? Nee, da nicht. Am besten wäre ein einzelner Stein. Der sieht ja schon cool aus. Oh, jetzt habe ich alles Sepp, das ich hatte, weggemacht. Nein, warum? Wir brauchen Sepp. Nein, ich habe alles in eine Kiste geräumt. Ach so. Wir haben doch keinen Sepp. Nee. Oh, du kleines Arschloch. Hast mich gerade erschrocken, du kleines Ah. Ja. So ein Kackwurm. Oh, diese Kackwürmer, die sind echt nervig. Die erschrecken einen immer. Das ist alles so nah an unserer Basis. Mathilde, was meinst du? Auf welchen Stein sollte man die Blumenfalle bauen? Ja, die sind mir hier zu nah an der Basis. Das der ist definitiv zu nah. Was mit dem hier? Ist der nicht zu hoch? Das weiß ich nicht. Aber wir könnten ja von der anderen Seite dann schießen. Ach komm. Aber ja, also wir können ja auch irgendwo... Ja, also. Wir können uns ja auch ein Gebiet einfach so richtig schön frei hacken. Und da stellen wir die dann auf. Hier zum Beispiel, hier dieser Wald hier. Autsch. Ja, aber da ist ja kein Stein. Oder? Nee, ist kein. Das hatte ich nicht so ganz verstanden. Warum muss es auf einem Stein sein? Erhöht einen Punkt, damit sie die Falle nicht mehr kaputt machen können. Tja. Aber deswegen haben wir da doch sowieso die Fallen. Hier vielleicht. Wir haben auf der einen Seite zwar einen Platz, aber... Kommen die hier hoch?
Okay, ich teste es jetzt mal hier. Ich sammle einfach mal gerade eine ganze Menge trockenes Gras, ne? Weil das brauchen wir ja eh. Ja. Und dann hacke ich hier mal alles kaputt. Oh. Mach mal. Ein bisschen. Ah, wir brauchen noch Sap, ne? Ich sehe gerade Sap. Wir haben Sap. Ja? Es ist in den Kisten, das Sap. In den Kisten? In den Kisten. Kisten Sap. Bestimmt 20 Stück Sap. Okay. Habe ich extra in der letzten Folge ganz viel Sap geholt. Okay. Hast du rein zufällig ein bisschen Sprick? Oh, da ist ein Arschlochkäfer gewesen, glaube ich. Oder was? Danke, nee, Leute. Die Ameisen haben für mich einen Beefel getötet und ich habe mir einfach das Fleisch geklaut. Bin ich frech? Bin ich eine freche Mathilde? Ja, ich wollte mir Lampen bauen, also nicht Lampen, sondern hier, wie heißen sie? Brauchst du mir auch gleich ein, zwei Stück? So. Sprick und Rope. Dann bringe ich mal ein bisschen Gras. Gucke nochmal, ob wir was in den Kisten haben, was ich vielleicht gebrauchen könnte. Ach, ich hätte ja schon die Fallen konstruieren können. Hätte ich auch gesehen, was ich noch brauche. So, ich habe jetzt insgesamt 7 Torches gemacht. Habe ich in die hintere Kiste gepackt. Ja, schön, schön, schön. Noch ist es hell. Oh, hier haben Spider-Fangs, die müssen wir noch analysieren. Ich würde die einfach mal mitnehmen, ne? Ja, mach das. Ich bin mit der Falle beschäftigt. Mach mal einen Analysiertag. Versuchst du da gerade so ein bisschen zu sortieren oder in den Kisten oder... Nee, ich brauche noch 3 von diesen Blumenteilen. Die haben unsere Falle kaputt gemacht. Eine lag da noch. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwie... ...noch so ein, zwei Blütenblätter haben. Ich glaube, wir hatten echt mal welche gesammelt. Oh, Ameisen. Hi. Ich gehöre zu euch. Ich muss aber gestehen, ich glaube, es wäre in unseren Kisten weniger voll, wenn es besser sortiert wäre. Ja, mei. Kann man mal so nebenbei machen. Nebenbei, bye. Ah, Wooden Stem brauche ich dafür. Nägel. Ach, das Sap brauche ich, ja. Nimm mal Sap. Das mache ich mir selbst. Oh, Spinne. Was, bei uns? Ja, die kommt auf uns zu. Oh ja, dreht wieder um. Na, Gott sei Dank. Das ist pretty good. Ist schon ein komisches Geräusch. Gerade hast du es auch gehört. Ja, ich musste was trinken. Oder was meinst du? Alert, low health. So, hä?
Ich hab's schlechtes Gewissen. Ich wollte was analysieren gehen, ne? Ja, ja, du wolltest analysieren. Also analysiere. Gut. Geh ich mal zur Field Station. Wir bauen die Falle noch nicht fertig. Ja, ich wollte irgendwann noch mal mein Zeug, das da hinter einem Spinnendings liegt. Ah, ja. Okay. Ist ja ein richtiger Graben. Mann, ja, Mann. Graben. Oh, ich bin da schon fast bei der... Oh, ich sehe schon die Field Station. Yay. Oh, ein Diebel. Den töte ich. Leitameise. Nein, ich wollte dich nicht angreifen. Na gut, dann töte ich dich jetzt eben. Komm her. Fällt gerade auf, man hätte sich auch einen kleineren Stein suchen können. Du wolltest diesen Stein. Ja, oh, ist richtig. Science. Oh, ein besserer Bogen. Ups, falsche Taste. Katze. Wenn du das machst, was ich denke. Was denkst du denn, dass du machst? Wenn die Katze unsere Tochter weckt. Macht sie gerade gar nicht. Ja. Ist hier bei mir. So, und nun? Hm? Und was soll ich jetzt machen? Was machst du denn? Ich habe gerade analysiert und jetzt frage ich, was ich machen soll. Ja, wenn, was hast du denn analysiert? Einen besseren Bogen? Ja, die Spinnen-Spider-Fägen. Ja, jetzt könnten wir einen besseren Bogen bauen. Ja, wir haben nur einmal Spider-Fangs. Oh, woher hat man das hergekriegt? Ah, Mist, ich brauche Wooden-Stem. Von einer Spinne? Scheiße, wo kriege ich denn hier Wooden-Stem her? Hier, diese scheiß Holzdinger. Oh, das was wir trinken. Wooden-Stem. Oh, warte, ich bin hier direkt gerade in der Nähe von einem, mitnehmen. Ja, ich muss da nur hochkommen. Nein, ist das Wasser da runtergegluggert, gefallen. Wasser, bleib stehen. Ist das eine Falle? Sieht dunkel und gefährlich hier aus. Nice and clean. Ist aber nice and clean. Ich liebe es, wenn er das sagt. Aha. Hier ist eine Feder. Kann ich aber erst abbauen, wenn ich... die bessere Axt habe. Nee, jawohl. Ah, da hinten könnte ich Wooden stemmen. Ah, ich glaube, da bist du... Nee, da bist du. Ich hoffe, diesmal verliere ich die Weed Stems nicht. Mist. Sind zwar nur 6, aber besser als 0, ne? Komm ich da hoch? Warte mal, wo ist unser Zuhause? Da. Ich komme und ich bringe etwas Weed mit. Weed? Ja, Weed Stems eben. Ach so. Was dachtest du denn schon wieder? Ja, ja, dasselbe. Natürlich. Was sind das jetzt? Oh, hier sind noch mehr. Das sind, glaube ich, welche, die ich meiner Flucht hab fallen lassen, oder du? Soll ich hier gleich was aufbauen? Ja, ja, hau die da rein. Ich hab doch hier gerade was gesehen, wo ich was abpacken kann. Bin ich hier blind? Ah, hier. Hier liegen auch noch welche. Oh. Timber. Ja, dann helfe ich dir mal ein bisschen mit Weed.
Aber mal gucken, wo die Falle war. Vielleicht kannst du da ja auch einen Marker aufstellen. Ja, es wäre vielleicht nicht so... Oh. Oh. Hi. Ah, bin ich ja schon richtig. Hacke ich noch ein bisschen Gras ab. Ja, aber mach vielleicht diese Spitzenfallen noch nicht fertig, bevor die Blumenfalle oben fertig ist. Ja, die Blumenfalle kommt zum Schluss. Wenn du da nicht mehr hinkommst, das ist eine gute Idee. Nee, sonst kommen ja die ganzen Viecher. Verstehst? Mach die nicht fertig. Hast du hier irgendwo Klee gesehen? Boah, ich weiß nicht mehr, wo das war. Bei unserer Basis ist da auch ein bisschen Klee immer. No. Dann brauche ich noch ganz viel Zeug, und bis ich das hier alles fertig habe. Ja, ich wollte nur schon mal da die Dings hinstellen. Den Marker. Dass man die Falle nicht immer suchen muss, weißt du? Weil das finde ich ganz praktisch, wenn man das nicht suchen muss. Oh, hier habe ich auch noch ein bisschen Sepp. Ja, Sepp brauchen wir auch noch und Nägel und so. Kann ich meine Axt reparieren? Jawohl, einmal Repair bitte. Ach, hier sind jetzt wieder die dummen Milben. Oh, ich habe gerade keine Lust auf euch. Dann lauf. Ah, ich gehe. Brauchst du noch Holz? Immer Holz. Ja, ja. Oh, ich. Hier im trockenen Gebiet gibt es ja echt welche. Aber ich höre hier das ganze Zeit so Geräusche. Ich glaube, eine Spinne ist hier auch nicht fern. Hey, wo ist mein Holz? Ich hab doch gerade ein Dings umgehauen. Wo ist das ganze Holz hingefallen? Toll, fühl mich verarscht. Haben wir noch genug Sepp? Nee, ne? Ich hol nochmal von der Basis Sepp. Ich hab noch ein bisschen Sepp. Achso. Und Spitzen hast du noch? Nee, die habe ich gerade ganz zufällig nicht dabei. Dann gehe ich mal Aber dann kannst du noch einen Cloverleaf mitbringen. Ja, bringe ich. Dann kannst du nämlich den Marker fertig machen. Morisch. Und ich glaube, soll ich dir in der Zwischenzeit noch suchen? Stem brauchen wir noch. Okay. Hier in der Basis ist auch wieder Stem, cool. Kann ich gleich was mitbringen? Ach, siehst du, wo du gerade zur Basis bist, da hättest du schön hier diese Grasplanken eigentlich mitnehmen können. Nein, fuck, genau. Ja. Das Tolle ist bei unserer Basis, da gibt es auch hier auch, ich wollte schon Nägel sagen, aber. Nadeln, Nadeln, ja. Ach, hier ist die Münzbox, okay.
Das machen wir zusammen. Ja. Ach, ist sogar auf der Karte markiert als Ice Cap Minz. So, dann bringe ich noch mal. Achso, die Fackeln brauche ich noch mal gleich. Ja, das wäre gut, wenn du dir die mitnimmst. So, und ich bin immer... wo ist hier so noch ein dämliches Dendelion? Don't even need to boil it. Ich möchte auch noch Arschlochkäfer jagen. Ja, wir müssen so viel machen. Okay, dann machen wir diese Folge Fallenbau und dann gehen wir nächste Folge Arschlochkäfer jagen. Das klingt gut. Arschlochkäfer, 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 versohlen wir den Arsch. Den versohlen wir den Arsch, versohlen wir den Arsch. Und jetzt eine Distel. Ah, und ein Dendelion. Oh, hier sind 1, 2, 3 direkt nebeneinander. Fiber, Fiber. Ja. Na, gut zu wissen, dass wir immer 2 vor der Basis haben. Wenn wir die immer abernten, dann sollten wir davon immer genug haben. Von den Weedstem. Ach, jetzt habe ich vergessen, mir. Ja. Die Fackeln. Ich habe die Fackel jetzt zwar rausgeschmissen, aber nicht mitgenommen. Ja, das ist gut. Hast du an einen Cloverleaf gedacht? Ja. Sehr gut. Ich bringe noch 8-mal Weed mit. Okay, Weed haben wir, glaube ich, genug. Ja, was überbleibt, das landet dann halt auf dem Ladeplatz, ne? Wird ja nicht schlecht, das Zeug. Ich mach mal einen Totenkopf für Falle, ne? Ja, ich muss das ja auch noch entsprechend aktualisieren. Ja. Okay, hier fehlt tatsächlich nur noch Crude Rope. Ja. Leg das mal kurz ab. Ist so viel Fiber hatte ich gar nicht. Ich habe leider auch keinen Fiber mehr. Dann muss man leider hier Gras kaputt schlagen. Leider, leider. Kein Bock für Fiber, Fiber. Schnauze, du Rabe. Wenn wir Gras suchen sollten oder wir brauchen sollten, hier liegt es, glaube ich, genug. Ja. So. Ich glaube, jetzt springe ich mal und mach mal hier oben die Falle aktiv. Weil wir sind ja fast fertig. Okay. Zwei Ropes filme noch hier hinten. Ja, die habe ich gleich. Moment. Boah, hier liegen hier so viele Stems. Ach, die nehme ich. Scheiß auf die Grashalme. Lieber die Wooden Stem hier. Ja, ja, auf jeden Fall. So, wo fehlen dir noch? Da, an der Seite hier. An der Seite. Ja, ich laufe einmal rum, dann finde ich es ja, schon. Aber nicht reinfallen, da ist irgendwo ein Loch. Ja, ja, ich weiß. Okay. Fertig. Super. So, dann sind hier noch mehr Holzstämme, ja. Ja, und Grashalme kannst du auch mitbringen. Ja, ich nehme erstmal was an Holzstämmen und dann genau. Fülle ich Grasplanken auf. Das dachte ich mir auch so. So.
Da war die Folge ja schon mal erfolgreich. Jo. Und ausnahmsweise mal nicht total chaotisch. Nö. Ah, ich wollte noch mal gucken, was unser Dings gemacht hat. Unser, ja. Trockengestell. Das habe ich auch gerade so. Da müsste ich auch mal hin. Schön. Wieso haben wir eigentlich Türen hier eingebaut? Wir lassen die hier oben doch sowieso offen. Nö. Hast du Fleisch abgenommen? Nein. Weil davon nur noch einer hing. Ich habe jetzt nur einen weggenommen. Probier das jetzt mal mit dem Gras aus. Ich habe jetzt auch noch mal was hingehängt. Und auch vergammeltes Fleisch? Nee, ne? Das habe ich noch nicht hingehängt. Also theoretisch sollte das jetzt halten, ne? Ich esse das jetzt nicht, obwohl ich Hunger habe. Pack das mal in die Kiste. Och nö! Och nö. Ich ahne es schon. Wenn du auch nö sagst... Ah, ich brauche mal Fackeln. Oh, ich schmeiß mal diese Nussschalen hier weg. Nicht die Schalen an sich, sondern diese Zops, die. Ich weiß nicht wofür, die brauchen wir nicht. Es ist kein Weg. Ich glaube, davon haben wir zu viel auf jeden Fall. Ich schmeiß die mal von oben aus dem Haus raus. Ah, hier oben fehlt noch Zap. Zap ist in der Kiste. Ja, mache ich sofort, dann ist es auch fertig da. Da haben wir ja heute richtig was geleistet. Mhm. Naja, aber das ist ja ein Fehler. Oh, warte mal. Genau. Ein Sepp fehlt. Ah, jetzt ist es fertig. Nicht wie in unserer letzten Conan-Folge. Ja? Oder vorletzten Folge. Das Desaster. Oh, Udrat. Nie wirst du deine Pepper an Bord kriegen. Bibbernburg. Worüber lachst du? Ja. Ich hab die halt alle runtergeworfen. Und jetzt liegen die da. Was mich mal interessieren würde, ob unsere Zuschauer das mit der Bibbernburg überhaupt verstehen. Bibbernburg. Wenn ja, oder wenn ihr es versteht, schreibt es mal in den Kommentar. Einfach nur, ja, verstehen wir. Das reicht. Wenn nicht, dann braucht ihr nicht schreiben. Aber nur, wenn ihr es verstanden habt. Ja, das ist jetzt natürlich auch so ein kleines Crossover zwischen den Videoreihen. So, ich glaube... Naja, Udrit ist in Conan. Stimmt. Stimmt. Hier habe ich keinen Begleiter. Ja, richtig, richtig, richtig. Das war bei Conan, ja. Irgendwie, wenn normale Coca-Cola warm wird, schmeckt die nicht mehr, oder? Nee, die kannst du wirklich noch kalt trinken. Finde ich auch. Also, Fritz kann jetzt lauwarm besser trinken. Ich muss nicht essen. Dass wir Schleichwerbung machen. Pff. Ich will eh kein Geld von denen. Weißt du, wenn die sollen mich mit Cola bezahlen, Fritz-Cola. Oder Mischmasch. Ja, Mischmasch von Fritz, ja. Die schmeckt am geilsten. Wobei ich Kaffee Karamell auch sehr geil finde. Oh, lecker. Ich jag mal was, ich hab Hunger. Ja, ich logge mich einmal aus und wieder ein und bring mich dann einmal um, damit bei mir hier alles so wie immer richtig ist. Genau, so wie immer. Am Ende der Folge. Sind wir denn überhaupt schon am Ende der Folge? Naja, ein paar Minütchen können wir noch. Und denkt daran, wenn ihr wisst, wie man da Wasser in diesen Behälter kippt, ob wir einen Eimer brauchen oder so. Das wäre auch nochmal cool, wenn ihr das in den Kommentar schreiben könntet. Wir sind können ja auch noch so einen Zap-Sammler, können wir ja auch machen, ne? Zap-Sammler?
Ja, ein Selbstsammler, den muss man da irgendwie aufstellen, wo, ja, ich fall wieder durch. Den muss man dann da aufstellen, wo Sepp auftaucht. Ich höre es krabbeln, aber sehe nichts. So, sieht wieder alles richtig aus. Wo ist mein Dings? Da oben. Hä? Was ist los? What? Was für ein Problem hast du? Mein Inventar ist schon 80 Meter entfernt und entfernt sich weiter. Ah! Was macht ihr denn hier oben? Alter! Ja. Also, das Inventar, das ich gerade habe fallen lassen... Das ist ja cool! Ich bringe mich nochmal um. Ganz kurz, Mathilde. Ah. Hier ist doch dieser umgedrehte Hotdog irgendwie Behälter. Man kann von hinten locker drauf springen und drei von diesen Viechern, von diesen... Wie heißen die? Ach, ich habe dreimal Fleisch gesammelt, so. Ja, wie die heißen, Grashüpfer. Das sind übrigens schon 200 Meter. Ich glaube, wir machen... Nur das am Rande. Ja, ich glaube, wir machen hier nochmal einen Neustart. Aber Essen gejagt. 250 Meter. Heinrich hat Essen gejagt. Oh, was war das denn? Ich hab schon wieder einen gehört. Was eine Ameise, dich kann ich nicht essen. Geh weg. Versuch's nochmal mit aus und wieder einlaufen. Oh, hängt die an unserer Mauer? Seid ihr bescheuert? Was habt ihr denn da wieder? By the power of Helion, champion of the sun. Warum hängt ihr hier? Verpisst euch. Das ist mein Haus. Geht weg hier. Arschkrampen. Ja, dann gucke ich schon mal, ob bei der... Oh, wir hatten hier diese komischen... Warte mal, halt. Ahorn-Dinger hingeschmissen. Das geht ja gar nicht hier. Umweltverschmutzung. Jetzt ist der Rucksack, den ich habe fallen lassen, komplett weg. Also muss ich alles nochmal neu bauen. Naja, Ameisenparts haben wir ja genug. Keine Viecher hier? Ist ja doof. Hallo Viecher, da ist eine schöne Blume. Noch kein Besuch bei der Falle. Das dauert. Aber die kommen noch. Keine Bange. Ja, das hat er bei der letzten. Oh nö! Was ist denn? Ich brauche mehr Maidfass. Ja, können wir noch machen, wenn wir Arschlochkäfer jagen gehen. Ich muss erstmal was haben, damit ich nicht aufgefressen werde. Ah, das stimmt. Das stimmt. Du könntest ja Milben jagen, damit ich mir eine Rüstung bauen kann. Jetzt nicht, jetzt ist dunkel. Da gehe ich keine Milben jagen. Jage nicht im Dunkeln. Hier ist ein Rucksack. In der Basis. Mathildes Bag. No stealing. Also ich kann da nichts machen. Ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Hast du jetzt dein Zeug wieder? Ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Der wurde mir nicht angezeigt. Siehst du, da muss erstmal Heinrich kommen. Aber wie die Banane. Die Banane. Die Banane ist das bitte. Dafür kocht Heinrich für dich. Das ist nett. Was kocht er denn? Ja, hier diese Grasviecher da.
wie immer die heißen. Die grünen Viecher da. Ja. Also nächste Folge Arschlochkäfer. Essen ist ja fertig. Super, ich hab Hunger. Also eigentlich noch gar nicht so dolle. So, ich wollte noch mal nach den besseren Waffen schauen hier. Ah, ich nehme noch mal einen mit. Oh, geil. Ach nee, doch nicht. Also wir brauchen zweimal Spider-Fang für den Insektenboden. Und für einen Insektenhammer... Vielleicht können wir eine Insektenakt... Ach nee, da brauchen wir einen Ladybug-Kopf für. Ja, genau, da müssen wir ein paar töten. Ja, und Bombardierkäfer, ja. Viel töten. Endeck. Ja. Was ist denn Bratwurst? Das ist eine Bombe. Da fällt uns irgendwie dieses Fungal-Zeug. Und Ameiseneier können wir doch einsammeln. Fungal Growths. Ja. Weil für die Bratwurst brauchst du quasi Ameiseneier. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Aber hat denn nicht letztes Mal versucht, die einzusammeln? Nee. Wir haben die nämlich bisher nur in dem Ameisen... Ja, aber ich habe versucht, die aufzunehmen, bin ich der Meinung. Und das ging nicht. Nee, das haben wir nicht gemacht. Weil wir meinten, da sind bestimmt dann die Elternameisen ganz böse, wenn wir das versuchen. Das kann auch sein. Na gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal einen Break und nice and clean. Nächstes Mal geht's weiter mit der Jagd auf Arschlochkäfern. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.